Bonjour. Merci, dass ihr Astrid Lulling TV um den Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An der Plenarsession vom Europäischen Parlament, die vom 11. bis 14. März zu Straßburg stattfindet, steht in anderem die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik am Ordre du Jour. Über die Reform debattieren wir am Agrarausschuss, wo ich den einzigen Lützebäuer bin, seit schon rund 2 Jahren. Zu den Reformpropositionen vom Agrarkommissar Cholos, die ihn im Oktober 2011 vorgelegt hat, hat der Agrarausschuss 6 Berichte verfasst, die schließlich nach Diskussionen, die 14 Monate gedauert haben, den 23. Januar am Agrarausschuss aufgestimmt wurden. An unserer EVP-Fraktion haben wir über 1000 Stunden an unserem Gruppe de Travail für die Agrarpolitik verhandelt, weil die Meinungen über die Vorschläge von Kommissar Cholos auch in der Eis weit auseinanderlungen und natürlich auch zwischen den verschiedenen politischen Fraktionen. Schließlich haben wir uns aber zusammengerafft und auch besonders mit der sozialistischen Fraktion Kompromisse gemacht, mit denen wir leben können, auch als Bauern und Winzer. An der Agrarkommission konnten wir uns also durchsetzen, für mit Vernunft eine Reform zu proposieren, mit der wir in Europa nach genug Bauern, Winzer und Gärtner behalten, die qualitativ hochwertige Lebensmittel produzieren, für die Versorgungssicherheit von denen über 500 Millionen Leute an denen 27 EU-Länder zu garantieren. Bei mir am Studio ist mein Mitarbeiter Christophe Hansen, der während den letzten Monaten Jahren für mich als Expert Diskussionen über die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik verfolgt hat. Christophe, den kennt sich nicht nur am intellektuellen Bereich von der Agrarpolitik aus, sondern wie so nach wie dem Terrain ausgesagt, weil er aus einer Bauernfamilie von Dunkels am Mäusle kennt. Wir zwei hatten schon an einer Sendung im Oktober letztes Jahr berichtet, was für Lützeburg Knackpunkte an der Agrarreform sind. Den umstrittensten Punkt von den Propositionen, die betrifft direkt Beihilfe für die Bauern. Aber Winzer, die direkt beihelfen, sind haut an Europa ganz verschieden. Sie leihen zwischen knapp 100 Euro den Hektar, an denen 3 baltische Staaten, Estland, Lettland und Litauen, an über 800 Euro pro Hektar zu Malta. Zu Lützeburg leihen mehr mit rund 280 Euro an der Moyenne den Hektar über dem europäischen Durchschnitt, weil die viel haben, lo aber etwas auftreten müssen für die zu wenig haben, gehen natürlich heroische Diskussionen. Wie sind das Auswirkungen, ob direkt helfen bei Eis zu Lützeburg lo aus? Christophe, erklär das mal. Astrid, wie du richtig gesagt hast, also es ist so, dass, die im Moment viel kriegen, müssen denen etwas aufgehen, die im Moment nicht viel kriegen. Und wir leihen effektiv zu Lützeburg bei 280 Euro den Hektar, was ich meine 5 Euro über der europäischen Moyenne sind. Das heißt, also Lützeburg dürfte in dem Durchschnitt Lützeburg dürfte nicht viel passieren. Ja. Per contre, also es so, dass durch eine Konvergenz, nennen wir das intern, also zu Lützeburg muss gemacht gehen. Und du gehst doch umgerechnet, dass wir noch zu Lützeburg große Unterschiede, weil die Mozi de Jeton angefordert hat, guft hat geguckt, ob zur Fast die in zu Lützeburg hat. Wir haben auch Bauern, die zu Lützeburg nehmen, einen 10 Hektar haben und die den größten Teil von ihrem Betrieb am Ausland haben. Das heißt, all die Primen, die sie hatten, ob das Mutterkussprime, Steuerprime waren, die guften an de Jeton gelöscht und ob die kleinen Surfassen zu Lützeburg. Das heißt, die mit den wenigen Surfassen zu Lützeburg kriegen sie sich relativ viel, aber denen wird wahrscheinlich aber auch geschnitten gehen, dass das wir ein bisschen umzuverdelen. Aber man kriegt auch mal noch Suen am Agrarbudget.
so wie den 8. Februar vom Sommer von unseren Staatsregierungschefen ugeholt ging, als die Landwirtschaft definitiv ein von den grossen Verlierer. Das heißt, wir kommen vielleicht noch nicht darauf zurück, aber da sind... Man muss das Männergeld mehr gerecht verteilen. Darum soll es eigentlich gehen. Für auch weiter 100% von den Jetons, wie wir zuletzt wussten, den direkt beihelfen zu kriegen, die bei uns komplett von der Produktion entkoppelt sind. Da müssen die Bauern sich natürlich nur dem Vorschlag von der EU-Kommission und eine Reihe zusätzlicher Vorschriften für mehr Grün zu gehen halten. Wir hatten hier schon erklärt, was das sogenannte Greening von der GAP bedeutet. Mit Christophe kannst du so sagen, wie man den brisanten Punkt entschärfen konnte, was um das Leid nur dem Wort an der Agrarkommission. Vielleicht noch für Sie daran zu erinnern, was die Greening ist. Die Greening sind aus sich, dass 30% von den Direktbeihilfen an der ersten Seil. Die sollen und zusätzlich Umweltauflagen gebunden gehen. Und das sind drei Auflagen, die denken, dass man Dauergrünland, so wie wir das im Moment tun, soll beibehalten. Das ist kein Problem. Wir sollen auf manns drei Kulturen, wenn wir über 30 Hektar haben, als Betrieb soll auf manns drei verschiedene Kulturen umgebaut gehen. Und man hat Lützburg auch kein Problem. Und da war der dritte Punkt, waren die 7% so in der Terrain-Ökologik. Die sollten stillgelöst gehen. Da sollten die Bauern nicht dürfen. Wo in Randstreifen könnte man, ja. Man dran rechnen, ja, wir, ja. Groß, wir geben zu Lützburg mit den Randstreifen vielleicht 3,5% packen. Mehr, da müsste man aber 3,5% zusätzlich vom Ackerland als so in der Terrain-Ökologik stilllegen. Ja, ganz genau. Und dann, wie es proposiert ging aus dem Parlament, soll das graduell geschehen. Für Tisch sollen 3% kommen, das packen wir nach, da sollen 5% kommen. Und dann soll ein Rapport d'Evaluation gemacht werden, um zu gucken, ob das doch machbar ist. Ja, und das ist ja auch so, dass schon ganz viele Bauern ganz viel geringe Maßnahmen, besonders zu Lützburg, machen. Ja, genau. Die müssen aber auch gerechnet gehen. Das ist ja so, dass zum Beispiel Biobetriebe, Green by Definition nennen wir das, ja. Da fies raus sind. Und wir meinen, dass der Greening, wie proposiert, das möchte auf viele Länder Sinn. Per contre, bei uns zu Lützburg machen wir schon extrem viel. Ja. An der zweiten Seite, notamment mit der Landschaftspflegeprim, wo bald alle als Betriebe mitmachen. Ja. Und das sind Programme, die zu Lützburg laufen. Da das zum Beispiel, dass wenn ein Bauer spritzt oder mischt oder düngt, dass er 10 Meter vom Wasser muss wegbleiben. Er muss an den 5 Jahren, so lange dauern die Programme, müssen 10 Stunden Kuren machen gehen. Und so weiter. Wir hätten gerne, dass das ungerechnet wird. Weil sonst gibt es zwischen den Biobauern und den anderen eine große Konkurrenzdistorsion, das nicht zu machen. Und das tun wir nur durchgesagt. Das ist so, wie das Parlament durchgegangen ist. Ja, man muss nur aufwarten, ob die Lobby von denen geringen. Dass wir nicht noch probiert, Futti zu machen für nächste Woche. Ja, weil wir das ein vernünftiges Wort an der Agrarkommission. Da gehen wir ja seit 4, 5 Wochen mit tausenden Mailen bombardiert von bald 300 Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, SOS, WWF, wie es all heißen, die von bringen ideologischen Gutmenschen gefordert sind, an die nach vielfach mit Steuersuche finanziert gehen. Und die sind also mit den Mailen am Gang, den Deputierten sind am Europaparlament, sie dürfen den 12. März das vernünftige Reform nicht stimmen. Weil die Reformmaschinen nicht gering genug, mehr kein von denen schafft an der Landwirtschaft. Wie auch zu Lützburg sind es meistens aus der Fonction Publique, Staatsbeamten, Enseignants und so weiter, die noch nie Fanger an einem Bauernbetrieb knastig gemacht haben. Und die sollen dann los, wie es soll gehen. Also, ich fand das schrecklich. Ich habe hier Forderungen mitgebracht, durch die verschiedene Sachen dran. Wo sie zum Beispiel noch mit Schiffen schaffen vor 24 Jahren, so zum Beispiel über die Exporterstattungen,
wo wir quasi nur auf Null sind. Ja. Und sie schaffen mal 12 von 24 Jahren. Sie fordern außerdem, dass man die Sohn d'Intérêt Ökologique geben auf 10% setzen. Wir können schon mal 7% nicht leben. Und sind aber dieselben Leute, die sich beschweren, dass in der dritten Welt, dass man dort die Leute Lebensmittel nicht mehr bezahlen können. Wenn wir nur noch mehr stellen, müssen wir mehr importieren. Die Repercussionen sind... Also, sie sollen noch vollkommen falsch sagen. Sie sollen noch, es ging verschiedenes Döbel bezahlen. Sie sollen effektiv, wenn wir das dafür machen, dass wir Bauern, die ein Agrarumweltprogramm teilholen, auch als Green by Definition vom Greening befreien geben, dann wird das in double Payment, weil sie direkt bei Hilfe kriegen und dann das Programm an der zweiten Seite. Boah, wenn sie das mengen, dann müssen sie aber auch gerade so bei den Biobauern gehen und so, die kriegt auch für zwei Sachen dazu. Ich meine, das ist auch ein falsches Argument. Ja, also, das ist so viel Falsches bei all der Propaganda, die du gemacht hast. Mehr fallen, ich falle darauf nicht dran. Und ich habe auch keine Angst, ganz klar und deutlich zu sagen, dass ich für das vernünftig sehe, was wir aufgestimmt haben an der Agrarpolitik, ob sie mich der Bauernlobby nennen oder weiter, das ist mir klar egal. Ich meine, da sollen sie mal alle gut gucken, bei Bauern schaffen gehen, die so diktieren, an der Funeist verstehen. Schauen wir aber nach anderen Problemen. Ich gebe ja noch darauf aufmerksam, dass eine andere Sache, die sie fordern, dass mehr Transparenz über die Zuhören, die verdeilt gehen. Ja, ja, jeder muss Englisch gemacht, die muss publiziert werden, was alle Bauern direkt beihelfen. Ja. Und dann muss man aber auch am Gegenzug fragen, weil das sind Steuersuchen effektiv, aber da muss man aber auch gucken, wie andere Steuersuchen, ob das lohnt. Chômage oder was auch immer, du gehst doch, oder ob es, wenn wir noch ein Propos für den Loyer zu subventionieren, dann muss man auch das publik ja, machen. Was meinst du, was Staatsbeamte gingen scheitzen? Weil das sind da ja lauter, die kriegen da. Wenn die gingen scheitzen, wenn wir gingen so noch publizieren, wir denen ja Gehälter mal. Oder die Iraner Revenuen, da ging da was Schellasken mit Bauern, die sollen sogar. So, ich meine, das sind nur die meisten Probleme, die man haben oder gesagt nach anderen. Also, ich gebe noch am Development Rural, an der zweiten Seite von der gemeinsamen Agrarpolitik, das ist noch ein großes Problem. Das sind die neue Definition von den benötigten Gebieten. Da hat die Kommission einen Propos gemacht, für die neu zu delimitieren mit 8 biophysikalischen Kriterien, so wie zum Beispiel Bodenbeschaffenheit oder Tanglach. Und das ist für uns ein relativ kritisches Sujet, weil sie sagen dann zum Beispiel, es müsste 66% von der Gemeinde, weil das ist die Limitation geografisch, die sie proposieren, müssten dann zum Beispiel an der Hanglach sein. Ja, bei uns am Eisleck, wie zum Beispiel ganz Eisleck durch die Hanglach raus, wir haben aber auch viele Gemeinden, wo die Kriterien, die haben sie dann 50% von ihren Betrieben an Hanglach, an anderen 50% hat ein Nudel und mit schlechtem Boden. Das heißt, du gibst mir fordern, dass vielleicht die zwei Sachen kumulabel wären, dass sie dadurch als benötigtes Gebiet könnten beibehalten. Und dafür, weil wir nicht ganz zufrieden sind mit den Propositionen, was die Prozentsätze so geht, haben wir auch gefordert, dass man den aktuellen System vorerst beibehalten. Bis 2010. Voilà, an ja, der Kommission aber bis 2015 eine neue Proposition so, möchte, die auch umsetzbar ist. Und da passen wir auf, dass da nicht zu viel da durchfallen zu Lützburg. Wie geht es weiter? Also, wir sollen aufstimmen den 13. März zu Straßburg. Sie kommen alle dahin, die kriegen keine Medien schlagen, all die Nichtregierungsorganisationen. Ich meine, wollen wir einen Akkord holen mit der sozialistischen Fraktion, wenn wir eins drin halten, wir halten eins drin. Dann haben wir genug Stimmen, die zwei großen Fraktionen, für wirklich dann das auch am Plenum durchzukriegen, was wir an der Landwirtschaftskommission durchkriegen tun. Wenn das nicht der Fall ist, muss man gucken, sind noch schrecklich viele Amendements von anderen Fraktionen, die liberal wussten, dass sie nicht warten wollten während der ganzen Zeit. Lassen sie dann ein Hellewohl von Amendements. Lassen sie gut möglich, wenn so viele Amendements sind, dass der Präsident da sieht, dass er überhaupt nicht aufgestimmt hat, dann geht ihm alles zurück an die Kommission. Wir müssen gucken, wie das geht. Mehr und mehr so habe ich gemacht. Aber wir stehen dazu. Und wir werden noch den 19. April
als het zo zo dat meer dan een conferentie maakt voor met bouwen aan funderen wij daar informeren wie dan de stand van de zaken als merci Christophe en merci ook dat er is nog geluisterd tot abis geschwen. Hoeveel jongens dan? Je moet dat 10 punten vergeten.